So. Wird ja langsam. Das kann dann auch mal weg. So, hier mal ein Holzboden. Bevor ich den Holzboden eigentlich lieber woanders hinbauen würde. So, bettentechnisch. Das umdrehen und hier die Wand hinbauen. Und ein weiterer Zwerg. Dann sind wir wieder bei 11. Hane. Erzähl mir doch nicht solche hanebüchenden Geschichten. Ja, ja. Als wenn es hier quasi... Es gibt ja keinen Zwerg, zu dem mir nicht irgendein Schwachsinn einfallen würde. Moment. Wollte ich da nicht noch eine Etage drüber bauen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall kann ich diese Brücke hier quasi stehen lassen, weil von hier kein Gegner kommt. Die kommen alle von hier. Da fliegt schon wieder ein Angry Bird. Okay, gut. Eine Etage drüber baue ich noch. Das ist dann aber im Endeffekt die letzte Etage. Mehr kommt da nicht drauf. Oh, und ein weiteres Bett kann ich platzieren. So, nimmt doch schon langsam Gestalt an, wollte ich sagen. Also das neue Unterschlupfhaus-Dings von unseren Zwergen hier. So, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Betten. Und höhenmäßig wäre das auch ausreichend. Das heißt, könnte ja mal langsam... Wie ist denn das? Da, Werkstatt, Schmiede. Mensch, Schmiede. Habe ich ja schon mal gemacht, den Gag. Der war auch damals schon nicht lustig. So. Das Bett muss ich noch drehen. So. Und dann kommt hier oben das Dach drüber. So. Dann würde ich sagen, eigentlich müsste hier ein Dach drüber. Wie kam der denn dahin? Okay, die warten da sogar alle. So, hier sind sie mittlerweile durch. Das heißt, da kommt Boden hin. Da hat schon wieder jemand die Tür zerstört. Das gibt's ja nicht. So, die Feuerstelle kommt auch nach oben. So. Was macht denn das Geist hier oben? So, die kommen da hin. Hier kommt Wand hin. Das wird hier oben so, naja, das letzte Dachboden-Schlafgemach quasi. So. Und dann ist das Haus auch schon soweit noch nicht fertig, aber... So. Dann wird der Baum da unten auch gefällt. So, liebe Zwerge, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Nämlich eine weitere Rückwand des Hauses. Ich könnte auch theoretisch hier auf die Seite so einen Turm bauen oder so ein Kram. Wird bestimmt auch nicht schlecht aussehen. Da kommt noch Boden hin und hier kommt dann Wand. Beziehungsweise, schon wieder? Was?
Das gibt's ja nicht. Wie viel Holz verbrate ich denn dafür? So. Jetzt muss ich aber mal Zwerge sklavenmäßig hier zum Bäumefällen schicken überall. Ich brauche ein Portal. Das Portal kommt mal hier hin. Und hier fällt mir diese Bäume und ein paar Imps brauche ich dann auch. Ach, diese komischen Gebüsche könnt ihr mir mal wegmachen. So, ja, das wird doch so langsam. Da kommt Wand hin. Nur warten, dass hier kein Zwerg gerade im Weg steht, wenn ich den Boden wegmache. So, ja. Okay, wir sehen hier und hier noch Ding. Da. Da Decke. Zwei Fackeln, eine da und eine da. Plopp, ist der plötzlich nach da oben gesprungen. Und hier oben kommt Dach drüber. Wo haben wir das Dach? Da, 15 Dach. Da oben kommen noch zwei Betten hin. Reißen wir unten mal ein Bett ab. So. Gerüstbautechnisch ist das jetzt nicht so gut. So, nein, nicht angreifen. Alles fällen hier bitte. Ich brauche Unmengen von Holz. Und hier oben solltet ihr auch mal bauen. So, mal sehen. Da noch. Gerüste habe ich auch nicht mehr. Alle schon weg. Alles alle. So. Wird ja langsam. Ich müsste die Gerüste... Ah, da seid ihr noch nicht fertig. Und hier... Oh, nein. Das läuft nicht so gut. Ja, er baut den einen, aber den anderen baut er wahrscheinlich nicht. So, hier oben muss sowieso Boden hin. Schon in 17 Minuten. Ich wollte doch eigentlich hier fertig werden. Aber so schnell bin ich damit wohl doch nicht fertig, wie ich dachte. Der eine da fehlt noch. Hier. So, da kommt noch Boden und da noch Boden hin. Boden. Ja, sag mal, hier, Wand. Mach. Mal hin. Kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein. So, hier auch noch. Und hier Boden.
Hier kommt noch Boden. So. Hier noch Wand. Und da Boden. Und da Wand. So. Oh, der hat da oben sogar das Dach gebaut. Nicht schlecht. Wie auch immer er das hingekriegt hat. So, das ist die Richtung. Die Seite. Und hier kommt dann der hin. So, ja. Kann ja wohl nicht angehen. Haben wir keine Imps mehr? Okay, da war gerade wieder ein komisches Windows-Geräusch zu hören. Ich weiß nicht, was da gerade abgestürzt ist. So. Ach so, ich dachte schon, wer hämmert hier? Oder seid ihr kleinen Fleißigen? Da ist schon wieder. Wo kommt denn dieses komische Windows-Bunk her? Ich weiß nicht, wo das Geräusch herkommt. Ob das jetzt von meinen Windows hier ist oder von den Windows da drüben? Ich weiß es nicht. Aber es macht mir Angst. Es ist ein Geräusch, was nicht so nett ist. Kommt der da auch noch ran? Ich glaube schon. Da sollte vielleicht meine Wand hin. Bim, 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 bim. Nicht pfeifen. Pfeifen ist böse. So. Ein Bett habe ich da unten noch geklaut. Das kommt jetzt hier oben hin. Ja, ja, weiß ich. Brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Was war denn da? Was hatte ich denn da? Mit dem Dach hatte ich da. Nein, ein zu weit geblättert. Da ist das Dach. So. Ist noch ein bisschen dunkel hier teilweise. Ja, und da ist offen. Da haben wir noch eine Tür. Zack. So langsam wird's ja. So, das da unten ist dicht. Also wenn die Tür da drin ist. Okay. Wo werde ich angegriffen? Ich sehe nichts. Komisch. So. Genau, da war noch ein Loch. Die machen echt komische Geräusche. So, mal sehen. Was haben wir hier noch? An, da war das, oder? Eine Mühle haben wir noch. Und eine Werkstatt. Werkstatt müsste ich nochmal irgendwo positionieren. Da passt ihr nicht hin. Ah, ich muss den Boden tatsächlich ein tiefer machen.